Schön, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yes, ihr seht, ich bin nicht zu Hause in Hamburg. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog. Für die Leute, die es noch nicht wissen oder noch nicht mitbekommen haben, ich bin in Urlaub, 8 Tage lang. Und deswegen passt es und ich möchte euch heute mal ein paar Düfte vorstellen, die ihr auf jeden Fall, wenn ihr 8 Tage unterwegs seid, mitnehmen könnt. Ja, es sind 11 geworden, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Und ja, braucht man 11 Düfte, wenn man 8 Tage unterwegs sind? Ja, für normale Menschen definitiv nicht. Für uns Freaks, die wirklich in Game drin sind, die einfach die Leidenschaft auf Düfte haben, definitiv. Ne? Definitiv muss man mehr Düfte mitnehmen, weil man muss ja entscheiden, ja, nehme ich den, nehme ich den. Das Ding ist, das ist gar nicht so einfach. Wenn man natürlich nur 5, 6 mitnimmt, kann man sich eigentlich nur entscheiden, aber es klappt immer. Ich will immer weniger mitnehmen, aber funktioniert nicht. Falls ihr mein gestriges Video noch nicht gesehen habt, erstmal natürlich frohes neues Jahr. Wir sind jetzt 2024 und ja, hoffen wir mal, dass alles easy und cool wird, möchte ich, oder mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. So, das Einzige, was ich jetzt noch sage, wir fangen jetzt erstmal an. So, und der erste ist der Arabian King von Marc Gebauer. Ja, das ist ein schöner Oud-Rosenduft. Ich habe natürlich grundsätzlich Düfte mitgenommen, die stark sind, weil gerade jetzt natürlich im Winter, vor allen Dingen hier auf der Insel Sylt, ist es definitiv kälter, wenn man hier 7 Grad hat, dann sind das gefühlte 1 Grad und ja, jetzt wird es immer kälter. Es sollte sogar schneien diese Woche. Ist auf der Insel selten. Es war, ich glaube, zu Weihnachten war hier auch schon Schnee. Ich bin mal gespannt und dann passen diese Düfte natürlich wie die Faust aufs Auge hier. Schön Rose, Oud, obwohl Rose ziemlich im Background nur ist. Viele haben gedacht, wo der rausgekommen ist, ah, jetzt gibt es richtig Oud auf die Fresse. Nein, ist nicht so. Aber ein geiler Duft, meine aktuelle Nummer 1 von den Marc Gebauer Düften. Ja, Orange Flamingo feiere ich, aber aktuell ist es der Arabian King und ja, diese leichte Süße, dieses ganze Zusammenspiel, cremig, er ist stark, aber dann doch irgendwie so anschmiegsam, kann man sich gar nicht vorstellen, geiler Duft. Also den sollte jeder, auch die Leute, die nicht unbedingt Oud mögen, sollten sich diesen Duft auf jeden Fall mal unter den Riechkolben führen. Der ist schon nice, ja. Arabian King von Marc Gebauer. Der nächste kommt von Parfum Somali, Altair oder Altair. Ja, den habe ich mitgenommen, natürlich oft vorgestellt die letzte Zeit. Ja, das ist einfach Toffifee, heißt nicht Toffifee? Ich glaube ja, ne? So ein Aufsprühen, Karamell, Vanille, absolut nice. Seitdem der raus ist, liebe ich ihn. Ja, der ist absolut nice und der funktioniert einfach, hält gut an und bei kalten Temperaturen kommt der einfach richtig gut. Ja, habe ich in der letzten Zeit sehr oft vorgestellt, deswegen glaube ich, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, inzwischen weiß es jeder, dass der Altair oder Altair sehr nice ist. So, dann habe ich natürlich meinen Signaturduft oder einer meiner Signaturdüfte mitgenommen, Dior das Parfüm, besser gesagt auch, ja, Mr. Nice Guy oder das beste Designer-Parfüm, was es je gegeben hat. Wow. Leder, Rose, cremig, Iris und 16 Stunden Haltbarkeit, bombastisch. Ja, gibt es aktuell nur bei Dior, kostet inzwischen jetzt 150, teurer geworden, aber dieser Designer, er wurde, glaube ich, nicht groß verändert. Ich habe einen, oder kenne welche, die haben die aktuelle, dann steht hier Dior, performt trotzdem, glaube ich, genau gleich. Er ist einfach ein brachialer Duft und die Qualität ist wirklich von allerfeinsten. Das ist das beste Designer-Parfüm, was je rausgekommen ist. Es wird, glaube ich, auch von niemandem geschlagen. Es gab früher, gleich vorweg, natürlich geile Dinger, aber das, wenn man alles berechnet, wie dieser Duft kreiert ist, die Haltbarkeit, die Ziage und so weiter, ist das bombastisch. Einfach bombastisch. Ja, und dann habe ich einen Kokosnussduft mitgenommen, zwar Heaven of Coconut. Ja, ich feiere den, seitdem er draußen ist. Der ist einfach gut, dieser Kokosnuss, dieser Raffaello-Style. Cremige Kokosnuss. Ihr seid sofort nicht in dieser Kälte hier, sondern einfach in der Karibik, Bora Bora, whatever, Malediven, was ihr gern mögt, wo es warm ist. Und ja, das passt einfach. Und wer Raffaello mag, leicht weiße Schokolade so im Background, richtig, also das, was ich rieche, ist keine weiße Schokolade, glaube ich, drin. Das ist richtig geil und ich feiere diesen Duft. Ich bin sonst kein Fan von Kokosnussdüften unbedingt. Ne? 1, 2 sind da, Le Beau, glaube ich, ist auch cool, aber das ist mehr Pina Colada. Aber das hier, sehr geil, da gehen nochmal Grüße raus an Hanan, sorry. Und ja,
Sehr geiler Duft, Heaven of Coconut. So, und dann habe ich natürlich den Duft mitgenommen, den Lieblingsduft aus der Amen-Reihe von Mugler oder Thierry Mugler, wie auch whatever. Und das ist Pure Tonka. Wow, Pure Tonka ist mein Duft. Ich finde alle geil, ich habe alle ein Glück, sind glaube ich fast alle eingestellt. Aber dieser Tonka, der Cappuccino, so geil. So, das ist ein geiler. Ich sage ja immer, ich brauche einen Kaffeeduft. Das alles andere ist so ein bisschen, ja, Milchkaffee, Cappuccino. Aber hier passt es. Hier passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Auch hier 14 Stunden Haltbarkeit, geile Sillage. Ach, das waren noch Düfte. Die Handschrift von Mugler, das gibt es so nicht wieder. Da haben wir es. Es gibt es so nicht wieder. Auch zu der Zeit, zu Lebzeiten, also nochmal Rest in Peace natürlich, zu Lebzeiten hat der nicht so jeder gefeiert. Aber jetzt, ich sag euch, die Handschrift gibt es einfach nicht mehr. Vieles kommt natürlich über Patchouli und überhaupt die ganze Amen-Reihe ist geil, aber Pure Tonka ist diese geile süße Vanille, Cappuccino, passt einfach, ne? Und wow. Absolut nice. Ja, es geht mir wahrscheinlich nicht mehr. Wenn ihr ihn bekommen könnt, zuschlagen. Ja, dann als nächstes Louis Vuitton Ombre Noir. Da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein brachial starker Oud-Duft mit Leder. Und ihr habt ein Lederfeeling, kommt so schön Leder rüber. Wer das so mag, ne? Und dann, wie gesagt, Oud, Rose. Aber ein brachial starker Duft, immer noch. Ihr müsst also nicht, ich kenne jetzt jemanden und ich kannte auch schon vorher jemanden, der die aktuelle Version hat. Sorry. Also nochmal für die Leute, die meinen, 2 Stunden. Ihr könnt hier alle gerne das runterschreiben, aber es ist der absolute Blödsinn. Weil ganz ehrlich, wenn ihr das vielleicht, was weiß ich, in der Türkei kauft oder whatever, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr wahrscheinlich kein echtes habt. So, sondern direkt bei Louis bitte kaufen, weil nur dort gibt es ihn. 15 Stunden Haltbarkeit, bombastisches Sillage. Ja, muss ich den noch vorstellen? Nein, man muss ihn nicht mehr vorstellen. Man kennt ihn, man schätzt ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, dieses Mittelding gibt es so und so nicht. Ombre Nomad Louis Vuitton. Absolut nice. Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsduft. Muss ich nicht viel zu sagen. Naxos. Search of. Ich sage immer, da muss ich nicht viel zu sagen, weil die meisten, ich vergesse immer, die Eingesessenen kennen mich. Deswegen, ja, Naxos hier nochmal. Ne, für alle 9, dunkel, erste Auflage, 15, 16 Stunden Haltbarkeit, Honig, Tabak, Vanille von allerfeinsten. Ich nehme das Video hier spät auf gerade und deswegen darf ich ja nicht so laut werden, aber wenn ich hier dran rieche, oh, absolut geil. Naxos. Punkt. Der nächste, Red Tabaco von Mancera, wow. Wollt ihr einen richtig schönen Tabakduft mit Safran und ja, cremigen Safran. Oh, auch hier geil. Hier brauchen wir von der Haltbarkeit auch nicht reden. Der übertüncht alles. Dieses leicht schokoladecremige Safran-Style Oud von allerfeinsten. Ihr braucht nicht mehr als 60 ml müssen das sein. Braucht ihr nicht, weil ihr werdet es nicht aufbrauchen. Er ist eiferstark. Red Tabaco, Safran, Tabak, Lederstyle, Oud-Style und cremig dazu. Geil. In meinen Augen. So rieche ich das, so nehme ich diesen Duft wahr. Absolut geil. Wow. So, dann kommt der günstigste Duft hier, den ich mitgenommen habe, und zwar Supreme Vanilla von Zara. Das ist einfach rauchige, cremige Vanille von allerfeinsten. Für 20 Euro bekommt ihr hier Qualität wirklich von allerfeinsten. Und jedes Mal, wenn ich ihn sprühe, sage ich euch, geil. Und da, das sind 90 ml, glaube ich, das ist auch völlig egal, oder 100 ml, auf jeden Fall 20 Euro. Oder 22 Euro, da müsst ihr zuschlagen. Weil dieses cremige etc. pp., wo ich so sagen, dieses cremige, rauchige und dann diese tiefe, dunkle Vanille. Wow, auch hier 8 Stunden Haltbarkeit. Das ist kein Plünn, sondern wirklich 8 Stunden Haltbarkeit, wirklich geil. Supreme Vanilla. So, als vorletztes nochmal Vanille, Vanilla Powder von Mathieu Premier. Ja, und keiner, oder ich habe es ja auch, ich erwähne es immer so neben am Rande so ein bisschen, aber die Sillage und die Haltbarkeit, vor allen Dingen auch die Sillage, ist eine 10 von 10. Der ist sowas von stark.
Und hier kriegt ihr dieses, das wird nicht jeder mögen, diese Vanille, weil das ist auf Holz gebettet, cremig und eine ganz, ja, Vanillepuder eben. Und das muss man mögen. Wenn ich die jetzt zum Beispiel hier sprühe, guter Sprüh, und ich muss es immer wieder wegen geiler Flakon, dann habt ihr, das ist, ich finde die Vanille geil. Ich weiß nicht, warum dieser Duft so schlecht wegkommt. Es riecht wirklich mal anders, meiner Meinung nach. Und Vanilla Powder gehört einfach zu den geilsten Vanilledüfte, die ich habe. Und ich habe sehr viele Düfte und auch viele Vanilledüfte. Und ich finde, der kommt richtig geil. Und wenn man endlich mal Power haben will, weil die meisten jammern ja da draußen immer, ne, und so weiter. Ja, hier. Ja, der kostet ein bisschen, aber da habt ihr Haltbarkeit und Sillage von allerfeinsten. Das war übrigens nicht der vorletzte, der kommt jetzt, Goodyear 2. Und den muss man natürlich haben. Und wenn ihr schön elegant essen geht, dann ist dieser Duft mit, das ist, ich finde einfach geil, dass er zurückgekommen ist. Und nochmal, das ist der erste Batch von einer neuen Auflage, ein Jahr gereift, riecht genauso wie die alte Version, weil die habe ich auch noch. Geil. So, ich weiß, der zweite Batch von der neuen oder der dritte inzwischen schon hat ist oder ist mehr jasminlastig. Vielleicht nicht ganz so schön, aber der hier absolut. Es ist ein Traum. So. Oh, ist geil. Also dieses, es ist ein Duft, der unique ist, also einzigartig. So einen Duft habe ich bei fast 1000 Düften habe ich nicht. Und es ist einfach geil. Es ist einfach ein geiler Duft. Und ja, habe ich auch in der letzten Zeit oft vorgestellt. Behaltet einfach Goodyear 2 von Jean-Paul Goodyear. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ab und zu gibt es jetzt immer Neuauflagen. Aber ich glaube auch, dass die vielleicht ein bisschen mehr jasminlastig ist. Ist sie trotzdem kein, ja, nicht, ich glaube, die ist trotzdem gut. Also die weicht jetzt nicht so extrem ab. Ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Denk mal, egal ob er vielleicht nicht so wie der erste Batch jetzt ist von der neuen Auflage. Okay, ist natürlich schade. Aber der Duft muss in einer Sammlung sein. Vor allen Dingen jetzt im Winter. Und deswegen Goodyear 2. So, und zu guter Letzt, ja, Raja Parfums mit Diaghilev. Ja, das ist auch der teuerste Duft in meiner Sammlung. 1000 Euro oder 990. Und den habe ich im Winter grundsätzlich hier mit, weil das ist einfach. Das muss man aber mögen. Es hat ein bisschen Oldschool-Touch, aber alles, ich sprühe jetzt mal alles, was hier drin ist. Dieses blumige, florale, leichte Haarspray-Note, positiven Sinne, auch hier richtig geil, bombastische Haltbarkeit, Ausstrahlung stark, obwohl er ja immer sagt, Raja darf, ein Duft muss ein Begleiter sein, ne? Ein Duft muss ein Begleiter sein, kein, der einen umhaut, aber der ist schon präsent, der ist da, vor allen Dingen sagen, das andere, ihr hinten raus könnt, ja, nicht immer, aber ihr riecht ihn schon, er ist schon da. Und ja, das ist ein Meisterwerk im Nischenbereich, wirklich. Das ist ein Chypre-Duft von allerfeinsten, wirklich von allerfeinsten. Ganz großes Kino, aber mehr muss ich da auch jetzt nicht zu sagen, weil den werde ich sich nicht wiederholen. Und ja, weil 1000 Euro, 100 ml ist eben eine Stange Geld, aber das ist ein... Es ist ein Traum, es ist einfach ein Traum und wie gesagt, ich sage es immer wieder, die Qualität ist einfach eine andere bei Raja Parfums und das ist einfach Fakt, das ist Faktum. Ja, das waren meine Düfte, die ich mitgenommen habe. Ja, schreibt mal runter, was haltet ihr davon? Welche Düfte nehmt ihr so mit? Wenn ihr ungefähr eine Woche unterwegs seid, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche oder überhaupt in Urlaub, schreibt gerne unter. Und dann denke ich mal, haut rein, dann sehen wir uns bald wieder. Also, mach's gut.